Vor 3 Tagen hat jemand 25-Jähriges gefeiert. Weiß jemand, hat jemand eine Idee? Wer? Ist fast schon gut. Also die Richtung ist schon ziemlich genau richtig. Aber noch ein bisschen präziser. Genau. 25 Jahre HTML, also 25 Jahre plus 3 Tage am 30. April vor 25 Jahren vom Kernforschungsinstitut von CERN der Öffentlichkeit freigegeben. Davor war das Internet, ich sag mal, eher eine technische Angelegenheit, wo man E-Mails verschicken konnte. Also ich sag mal, das ist schon die Geburtsstunde, deswegen ist das völlig korrekt so, des World Wide Webs, wo es der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist. 25 Jahre ist eigentlich schon ein ordentliches Alter. Und uns hat es die letzten 25 Jahre viele Begriffe geprägt. HTML, das Web, der Computer, der Laptop. Und manchmal bei diesen ganzen Begriffen ist es auch nicht so ganz klar, wieso das Geschlecht ist, ob man das jetzt das nennt, der oder die. Das ist immer ein bisschen vage. Am Beispiel eines Computers gesprochen, neigen Frauen typischerweise den Computer mit männlichen Geschlecht zu versehen. Also der Computer. Wissen Sie warum? Na, er steckt zuerst mal voller Information. Hat aber null Plan. Helfen selten bei den Lösungen, die man sucht. Und ist häufig selbst das Problem. Und jeden Tag muss man um die Aufmerksamkeit buhlen, muss ihn jeden Tag immer wieder anmachen. Und wenn man sich dann mal für einen Computer entschieden hat und nach ein paar Wochen schaut man sich um, findet man auf der Straße ein besseres Modell. Wir Männer neigen dazu, den Computer eher, naja, vom Geschlecht weiblich zu sehen. Das erste ist, wir haben keine Ahnung, wie der funktioniert und eigentlich nur der Schöpfer weiß, dass, wie der Computer funktioniert. Wenn sich 2 Computer untereinander unterhalten, versteht man kein Wort. Sie vergessen nie den kleinsten Fehler. Und hat man sich mal für ein Modell entschieden, muss man ihn immer wieder neu ausstatten. Also das Geschlecht ist bei diesen ganzen Akronymen immer so ein Thema. Ich bleibe mal beim männlichen Geschlecht des Computers. Was verbinden Sie mit dem Bild? Kindergeburtstag? Jetzt ist das HTML und das Internet, das World Wide Web, 25 Jahre alt. Passend für einen Kindergeburtstag? Was meinen Sie? Erwachsen oder nicht erwachsen? Wer meint, dass das World Wide Web erwachsen ist? Also dass es eigentlich das Bild nicht richtig ist, weil es ja ein Kindergeburtstagsbild ist. Wer ist der Meinung, falsches Bild? Aha. Gegenprobe, wer ist der Meinung, dass es richtig ist, Kindergeburtstag? Okay. Die anderen, die jetzt nicht gestreckt haben, erklären, warum Kindergeburtstag? Eine Idee? Nun ja. Na, klick mal. Danke. Eigentlich hat sich das Internet immer wieder neu erfunden. Diese Unterteilung zwischen Web 1, 2 und 3.0, ich
ich denke, von Hayes postuliert, zeigt eigentlich uns, dass das Internet sich immer wieder neu erfunden hat, strukturell neu erfunden hat. Deswegen haben wir vielleicht, feiern wir im Web 3.0 vielleicht erst 5- oder 7-jähriges Geburtstagsfeier. Die Frage ist, der Vortrag lautet, warum noch Marketing? Wird doch eh alles digital. Welche Auswirkungen auf das Marketing eigentlich die Entwicklung im Internet hat? Das Web 1.0 hat uns neue Vertriebswege beschert, neue Absatzkanäle, hat aber intern schnellere Prozesse erfordert. Deswegen wurde auch schnell E-Commerce und E-Business erfunden. Als man gesagt hat, wir können eigentlich mit unseren internen analogen Prozessen kommen wir eigentlich gar nicht zurecht. Also wenn unsere Website funktionieren soll, müssen wir im Hintergrund viel, viel mehr verändern als nur die pure Schicht hin zu unserem Kunden. Und es hat vielleicht am Anfang sehr, sehr unbemerkt, im Web 1.0 wurden Plattformen etabliert. Wer kennt Alta Vista? Ja. Ich würde mal sagen, getippt noch ein Drittel. Für die zwei anderen Drittel, das war vor Google. Hat sich innerhalb von, ich würde sagen, gefühlt einem Jahr, ist dann jeder von Alta Vista auf Google gegangen. Und heute bestimmt Google, was wir in dem ach so freien Internet finden oder auch nicht finden. Das entscheiden nicht mehr wir, sondern das entscheidet Google. Google war so gesehen als eigentlich eine der ersten Plattformen im Internet. Im Web 2.0 ist aus Sicht des Marketings Folgendes passiert, dass die Macht der Konsumenten gewachsen ist. Erstens durch Transparenz. Durch Preisvergleiche, durch Transparenz sehe ich alles über ein Produkt, was ich wissen will. Als Konsument. Das Zweite ist natürlich, durch Blogs etc., durch Influencer haben plötzlich die Leute selber im Internet publiziert. Also die Konsumenten mussten jetzt nicht mehr ihren Beschwerdebrief zum Hersteller schicken, wo es vielleicht nur eine Person gelesen hat, sondern der Beschwerdebrief ging online. Und dann haben das 1.000 oder 2.000 Leute oder viel mehr Leute gesehen. Das ist natürlich auch eine Beeinflussung des Marktes. Es entstanden natürlich Influencer, die das Marktgeschehen mit beeinflusst haben. Und es ist natürlich, es hat angefangen, alles zu bewerten. Heute bewerten wir alles. Daumen hoch, Daumen runter, 0 bis 5 Sterne, was auch immer. Ist schon fast zu Manie geworden, wir bewerten alles. Aus Sicht des Marketings ist das vielleicht nicht ganz so gut, weil Gott und die Welt, ob gefragt oder ungefragt, bewertet mein Produkt, bewertet meinen Service. Und die Resultate, ob die gerechtfertigt sind oder die Meinungen über mein Produkt, über meine Dienstleistung, ob die tatsächlich gerechtfertigt sind oder nicht, steht auf einem völlig anderen Stück Papier. Bei Web 3.0, als das Internet Teil unseres Lebens geworden ist, eine ganz wesentliche Voraussetzung, ich glaube auch eine ganz wesentliche Voraussetzung der digitalen Transformation ist natürlich das Smartphone, das wir alle bei uns mittragen. Wer hat gerade kein Smartphone in der Tasche? Eben. Dieses Smartphone, ein Riesencomputer, ermöglicht uns jederzeit an jedem beliebigen Ort ins Internet zu gehen, digital zu sein. Unser ganzes Leben, und das ist Web 3.0,
Einen großen Teil unseres Lebens transportiert sich auf einen digitalen Layer, ob man das will oder nicht. Sie können sagen, naja, ich entscheide ja, wann ich mein Smartphone anschaue oder nicht. Dass das eine ganz grundlegende Veränderung in unserer Gesellschaft ist, kann man ganz einfach sehen an Donald Trump. Donald Trump, behaupte ich, wäre nie amerikanischer Präsident geworden ohne Twitter und ohne Facebook. Der ist nur mit Facebook und mit Twitter Präsident geworden. Nie und nimmer wäre der 8 Jahre davor Präsident geworden. Auch wenn dann die gesellschaftliche, politische Stimmung diese Grundstimmung gehabt hätte. Nie und nimmer. Es ist nur durch die sozialen Medien möglich gewesen. Ein anderes Beispiel, dass wir in digitalen Zeiten leben, geht der SEO-Experte in die Kneipe. Kneipen, Pub, Irish Pub, Whisky, Wein, Bier. Haben Sie manchmal auch das Gefühl, mal wieder in den guten alten analogen Zeiten zu sein? Ein normales Verkaufsgespräch? Schönen guten Tag, Huber, mein Name. Ich brauche Hilfe. Tut mir leid, ich kann Ihnen nicht helfen, ich bin von der Telekom. Es gibt zwei Gründe, warum wir Kindergeburtstag feiern. Der erste Grund ist, weil sich das Internet immer wieder neu entwickelt. Es wird sicherlich auch ein Web 4.0 geben. Der zweite Grund ist ein noch viel fundamentalerer Grund. Und das ist, wer von Ihnen, wem sagt das Mursche Gesetz etwas? Mursche Gesetz? Will jemand es kurz erklären? Genau, also die Leistungsfähigkeit, es ist kein Gesetz, es ist eine selbsterfüllende Prophezeiung, aber es ist tatsächlich so, beginnend mit den integrierten Schaltkreisen postuliert, dass sich die in einem definierten Zeitraum, er hat mal 2 Jahre gesagt, sich die Rechnerleistung verdoppelt. Plus minus ist das auch so bei geringeren Kosten. Ein Problem unseres menschlichen Gehirns ist, dass wir uns exponentielle Verläufe nicht vorstellen können. Wir können uns nicht wirklich vorstellen, was es bedeutet, dass mal 2, 4, 8, 16, 32, 64. Das mit den 64 können wir uns noch vorstellen, aber wenn man noch 4 oder 5 Schritte weitergeht, dann ist das eine Zahl, die wir uns nicht mehr vorstellen können. Und dass sich die Fähigkeit der Computer und der Kommunikation sich immer wieder verdoppelt, ist uns fast nicht vorstellbar und es ist nicht vorstellbar. Und das ist auch einer der Gründe, warum wir uns auch mit der digitalen Transformation so schwer zurechtkommen, weil wir uns gar nicht so sehr vorstellen können, was im nächsten oder im übernächsten Schritt passiert. Das ist, glaube ich, eingebettet in die digitale Transformation und es ist derzeit technologisch nicht absehbar, dass sich das Mursche Gesetz abschwächt. Überhaupt nicht. Ist das natürlich der Motor, der Antreiber der digitalen Transformation, die auch unser ganzes Leben beeinflusst. Deswegen haben wir auf dem Print Day, klickst du mal? Ja. Ist das schon angeschaltet? Danke. Gibt es 4 spannende Vorträge, strategische Vorträge zur digitalen Transformation von Disruption von Geschäftsmodellen und auch 2 Praxisvorträge von Frau Schwand, EDE und Herrn Köster von 3M, beide wohl noch nicht da, wie es in der Praxis aussieht, wie man die digitale Transformation im Marketing, in der Kommunikation bewerkstelligt. Apropos Marketing. Ja? Für mich ist Marketing immer wieder so
ein diffuser Begriff. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. So, wenn ich sage, naja, Marketing kann alles oder nichts sein. Geht es Ihnen häufig ähnlich so? Ja, und dann jetzt kommt das mit den neumodischen Dingen wie Internet und E-Commerce und Webshops und all diesen Themen. Und dann weiß man auch nicht, ist das jetzt Marketing oder ist das E-Commerce? Ich sag mal, das wird noch diffuser. Und schauen wir doch, gehen wir doch einmal zurück, wenn wir über Marketing reden, was eigentlich Marketing bedeutet, gehen wir mal zu den deutschen Wurzeln zurück. Eine Idee, was die Wurzel, der Anfang des deutschen Marketings war oder ist? Das sind sicherlich mehrere Antworten valide. Ich habe mich für die Antwort Dr. Oetker entschieden. Kennen Sie alle. Eine der größten deutschen Mischkonzerne haben angefangen mit Backpulver. Wissen Sie, was Dr. Oetker vorher war, bevor er Backpulver vertickt hat? Genau. Und eigentlich hat er das, was er in seiner Apotheke verkauft hat, hat er dann in kleinen Päckchen gepackt. Ich glaube Natrium oder sowas, ein bisschen Zusätze. Und hat das halt dann zu einem unendlich viel höheren Preis, also wenn sie das verkauften, da haben dann der deutschen Hausfrau gesagt, hey, du musst dieses Backpulver kaufen. Also er hat sich auch einen Bedarf selber geschaffen. Beste Marketingaufgabe, mal einen Bedarf zu wecken. Und er hat ein Leistungsversprechen. Sein Leistungsversprechen war, liebe Hausfrau, liebe deutsche Hausfrau, wenn du mein Backpulver nimmst, klappt das mit dem Backen. Eine ganz einfache, simple Story. Was sehen Sie hier noch? Also Sie sehen natürlich einen Touchpoint, eine Verpackung, was ja auch ein Touchpoint ist. Und Sie sehen was noch? Rechts. Sie können wahrscheinlich die vorderen Reihen, können es vielleicht entziffern. Das ist ein Rezept zum Topfkuchen. Dr. Oetker wusste, wenn er dieses Leistungsversprechen tätigt, muss er dafür sorgen, dass sein Produkt funktioniert. Und das funktioniert am besten, indem man der deutschen Hausfrau sagt, wie sie es anzuwenden hat und mit welchen Rezepten das Backpulver auch wirklich funktioniert. Deswegen hat er Kochrezepte erfunden. Hat Kochbücher gemacht und er hat gleich gesagt, liebe deutsche Hausfrau, also das mit dem Topfkuchen, das läuft jetzt in Zukunft so ab. Er war, neudeutsch würde man sagen, er war Erfinder des Content-Marketings. Hey, er hat Content erzeugt und hat es publiziert, nicht im Internet, halt auf seiner Backmischung in seinen Kochbüchern. Aber Content Marketing hat im 19. Jahrhundert angefangen. Nichts anderes ist Content Marketing. Also ist nicht umsonst auch in die Hall of Fame vom Marketing aufgenommen worden. Wahnsinnige Marketinggeschichte. Und das führt uns, wenn wir über die diffusen Lichter von Marketing sprechen, führt es uns zu der Definition, zu der klassischen Definition von Marketing. Je nach Betrachtungsweise sind es die 4 oder 7 berühmten Ps. Klassisches Marketing, Definition, wissenschaftlich und ich denke anerkannt. Das erste P ist das Produkt, also sich zu überlegen, was ich verkaufe. Bei Dr. Oetker, dass er gesagt hat, na, ich verkaufe Backmischung, ich mache daraus ein Premium-Produkt, also Kosten-Leistungs-Vergleich. Und mein Leistungsversprechen ist, dass es funktioniert, also eine hohe Qualität, eine hohe empfundene Qualität. Pricing, wie schon gesagt, hat er sehr hochpreisig gemacht. Promotion ist die Frage der Kommunikation und der Werbung. Also das, was wir hier alle unter Customer Journey verstehen, das ist eigentlich in der gesamtheitlichen Marketingdefinition Promotion. Dann haben wir Placement, also die Vertriebs- und Distributionspolitik, also wie ich mein Produkt verkaufe.
Und dann ergänzend zu den 4 Core-Ps, die 3 weiteren Ps, die mehr den Service betrachten. Einerseits die Menschen, die an dem Prozess beteiligt sind, intern und natürlich mit den Kunden, also alle Leute, direkt oder indirekt, die mit meinen Produkten was zu tun haben. Das muss ich betrachten. Wenn ich das betrachte, muss ich auch die Prozesse betrachten. Und ich muss das alles noch überprüfen in der realen Welt, ob das alles funktioniert. Das sind so die 7 Ps des Marketings. Vielleicht viele schon gehört, manche vielleicht vergessen. Nur mal als Reminder, ich komme darauf zurück. Aber ich habe Zustimmung. Das ist eigentlich Marketing. Klassische Definition. Old school. Gut. Kommen wir zu einem zweiten Beispiel, der Marketing revolutioniert hat. Eine Idee? Ja. Noch ein Input, wie es Modell heißt? Genau. Henry Ford, zur damaligen Zeit waren Autos Premium-Produkte. Henry Ford hatte die Vision, daraus ein Massenprodukt zu machen. Er hat auch die Fließbandarbeit erfunden. Also die Fließbandarbeit, also die automatisierte Erstellung von Massenprodukten, ist eigentlich auch die Basis unseres Wohlstands, dass wir sehr günstig Waren in Masse produzieren können. Klingt so erstmal einleuchtend, sowas zu machen. Henry Ford hat bei der Umsetzung vielleicht bei der einen oder anderen, den einen oder anderen Kundenwunsch nicht zu 100% berücksichtigt. Kennen Sie das Zitat? Es gab halt nur schwarze Autos, dafür waren sie verdammt billig. Warum waren sie schwarz? Weil sein technisches Fertigungsverfahren, er konnte nur schwarz lackieren. Also er hatte da auf dem Fließband hat er natürlich auch Lackierungsmaschinen, aber die brauchten speziellen Lack und dieser Lack war halt schwarz. Deswegen gab es nur schwarze Autos. Vergisst mal den Kundenwunsch. Das nächste Zitat von ihm aus Sicht des Marketings, was das Marketing, glaube ich, die letzten 50 Jahre massiv geprägt hat, ich sag mal bis zur digitalen Revolution. Vielleicht wissen Sie gar nicht, dass das von ihm stammt. Nämlich das berühmte Zitat: Hey, wir wissen, dass wir zu viel im Marketing und der Werbung ausgeben. Das wissen wir. Aber wir wissen nicht, welche 50 Cent wir falsch ausgeben. Deswegen müssen wir den ganzen Dollar ausgeben. Das, was ja eigentlich auch ein Mantra des Marketings war, zu sagen, ja, wir müssen halt streuen, wir haben keine 1:1 Kommunikation, wir können nicht auf das einzelne Reaktion, auf den einzelnen Kontext eines einzelnen Kunden eingehen. Wir müssen halt schießen und gucken, dass unsere Schrotflinte schon in die richtige Richtung zielt. Dieses Mantra stammt von Ford. Jetzt haben wir 2 Beispiele in der analogen Welt, wo Marketing fantastisch geklappt hat. Jetzt kommen wir mal zum Beispiel in der digitalen Welt, wo es nicht ganz so gut geklappt hat. Da gibt es jede Menge Beispiele. Ich nehme das Beispiel MySpace und Facebook. Wer kennt noch MySpace? Genau, weniger wie die Alta Vista kennen. Das war mal das führende soziale Netzwerk für die Leute, die das nicht mehr wissen. Hatten mehr Geld, Murdoch stand da hinten, hatten unendlich viel Geld, hatten viel, viel mehr User, waren viel mehr etabliert, der Brand war besser
Und innerhalb von 2 bis 3 Jahren sind sie desastermäßig eingebrochen. Nach 3 Jahren war das Thema beerdigt. Was ist passiert? Das Erste war, dass sie aggressiv gewachsen sind. Sie wollten eine extrem aggressive, Internationalisierungsstrategie verfolgt. Und das hat einfach die Plattform, das System, an die technischen Grenzen gebracht. Also das System wurde technisch unzulänglich. Das war das Erste. Das Zweite ist, dass sie das Produkt mit Features überfrachtet haben. Da konnte man noch viel, viel mehr Dinge tun und Facebook hat halt nur das getan, was Facebook macht. Und wenn Sie auch betrachten, wie oft sich zum Beispiel YouTube geändert hat, wie oft hat sich YouTube geändert im Kern? Ich würde sagen, noch gar nicht. Hat sich Google jemals geändert? Aus Sicht der Benutzungsführung, nein. Ich habe meinen Schlitz, da gebe ich meine Info ein, drücke auf Suchen und ich bekomme eine Liste. Gut, neuerdings seit ein paar Jahren mehr mit Werbung. Aber eigentlich hat sich das nicht geändert. Und bei MySpace haben die Produktverantwortlichen Feature auf Feature auf Feature draufgepackt. Das waren die 2 Kriterien, dass MySpace in kürzester Zeit zusammengebrochen ist. Und eigentlich 2 simple Fehler. Und wenn man das aus Marketingbrille betrachtet und sagt, ich habe ein Produktmarketing, ich weiß, was der Kern meines Produktes ist, was das Asset ist, was mein Vorteil ist und ich tue mich nicht immer von jedem blinden Aktionismus anpacken lassen, sondern ich denke, ich überlege mir, wie mein Produkt dann sich weiterentwickelt, wäre das vielleicht anders ausgegangen. Ich bin mir sicher, ein Henry Ford, ein Dr. Oetker und ein Ray Kroc wäre das nicht passiert. Wer kennt Ray Kroc? 1, 2, das war Johnson. Ja, Johnson ist klar, unser amerikanischer CEO, der muss den kennen, weil das werden Sie sicher kennen. Frage der Zählweise, die erste oder die zweite McDonald's-Filiale, ist die Frage der Zählweise. McDonald's waren 2 Brüder. Die haben eigentlich das übertragen, was Henry Ford für die Automobilindustrie ist, waren die McDonald's-Brüder für den Restaurantbetrieb. Mehr oder weniger haben sie dasselbe gemacht. Was haben sie gemacht? Sie haben die Zubereitung von diesen Dingen standardisiert und am Fließband gemacht. Ob da jetzt über so ein Fließband ein Auto drüber läuft oder bei den McDonald's ein Burger, nicht wirklich große Unterschiede aus dieser Perspektive. Das haben sie gemacht. Was sie auch gemacht haben ist, genauso wie Henry Ford auch, sie haben das Sortiment reduziert. Das, was sie gut automatisieren konnten. Also im Gegensatz zu anderen Imbissketten oder Imbissläden haben die ein viel, viel dünneres Sortiment gehabt. Gut, vielleicht dann 2 Farben statt schwarz und noch eine andere Farbe, aber eigentlich haben sie genau dasselbe gemacht, was auch Ford gemacht hat. Das Sortiment, das angeboten war, unterlag den Regeln des effektiven Produktionsverfahrens. Und sie haben natürlich für damaligen Zeiten völlig radikal haben sie Selbstbedienung eingeführt. Das hat natürlich nur deswegen funktioniert, weil die Produktion schnell war. Also das hat alles ineinander gegriffen. Das haben diese 2 Brüder erfunden. Aber groß geworden sind die nicht. Ray Kroc hat das Ding groß gemacht. Ray Kroc ist nämlich zu denen hingegangen. Da gibt es auch einen wunderbaren Film, wenn Sie ihn kennen oder wenn Sie mal sehen, The Founder, das ist die Geschichte. Der ist zu denen hingegangen und hat gesagt, Leute, ich mache ein Franchise für euch. Die waren da sehr, sehr skeptisch, haben gesagt, nee, wir haben auch die Produktion, wir haben also auch das gemacht, um eine hohe Qualität an unseren Produkten sicherzustellen.
Er hat die dann überredet und er hat dann das Franchise übernommen und hat es dann natürlich zur größten weltweiten Restaurantkette der Welt gemacht. Der war aber mit denen immer im Clinch. Weil er als Franchisegeber, dem war so die Qualität nicht ganz so wichtig wie praktisch diesen beiden Brüdern. Es gab einen Riesenstreich über Milchshakes, ob in den Milchshakes Milch drin ist oder Milchpulver. Er wollte Milchpulver haben, weil damit er seine Wertschöpfung gegenüber den Franchise-Nehmern erhöhen konnte. Die Brüder waren dagegen. Er hat sich dann auch durchgesetzt in den ganzen Konflikt, indem er was gemacht hat. Er hat das Franchise-System von McDonald's, geht es natürlich um Hamburger und Fritten, aber es geht noch um was Zweites. Eine Ahnung, worum es bei McDonald's noch geht oder vor allem ging? Immobilien. Genau. Ist auch eine der größten Immobilienbesitzer der Welt. Weil er hat dann, weil er einen Vertrag mit den beiden Brüdern hatten, hat er in seinem Franchise dann mit Geldgebern die Immobilien gekauft. Und hat da natürlich gegenüber den Franchise-Nehmern einen großen Cashflow rausgezogen, weil die mussten dann natürlich auch die Miete zahlen. Und was auf dem Grund passiert, das konnte er entscheiden. Also deswegen, wer damals glaubte, dass es dem McDonald's-Franchise-System um das Produzieren von Hamburgern und Fritten ging, der würde, glaube ich, heute auch glauben, dass es Amazon ausschließlich darum geht, 229 Millionen Produkte zu verkaufen. Aktueller Bestand bei Amazon. 229 Millionen Produkte. Aber ist das wirklich das, was Amazon will? Eine gute Nachricht für alle Männer hier. Hey, wir haben drei Frauen zu Hause. Unsere geliebte Ehefrau, die wir ausgewählt haben, einmal. Dann haben wir unsere liebe Schwiegermama, die wir nicht so richtig auswählen konnten, eventuell zu Hause. Und die dritte Frau können wir wieder wählen. Was für digitalen Zeiten. Wir können wählen zwischen Alexa und Siri. Siri vielleicht schon gar nicht mehr, der Kampf ist verloren. Alexa, was macht Amazon? Genauso wie Google als Plattformanbieter den Zugang zum Internet versucht Amazon zu kontrollieren, wenn wir einen Wunsch äußern. Ob das noch langfristig, ob das dann Amazon-Produkte sind, die da verkauft werden oder irgendwas anderes, das steht auf einem völlig anderen Stück Papier. Das, was die Immobilien für McDonald's sind, ist für Amazon die Schnittstelle, die Kontrolle der Schnittstelle zu uns als Konsumenten. Der Krieg der Plattform ist schon lange im Gange und er tobt vollständig. Im Gegensatz zu Star Wars, und in der letzten Episode haben ja auch Böse gegeneinander gekämpft. Ist das nicht so der Kampf gut gegen Böse, sondern mehr oder weniger der Kampf gegen die Schwarzen und die Schwarzen, was auch immer. Der tobt eigentlich schon seit Web 1.0. Mehr oder weniger offensichtlich für uns normale Konsumenten. Ich glaube, dass es zwei Arten von Plattformen gibt oder dass der Konflikt auf zwei Dimensionen ausgetragen wird. Ich glaube, dass es einerseits darum geht, die Fragestellung, wie viel Screen Time eine Plattform kontrolliert. Also, wie viele Stunden sind wir online mit unseren lieben Smartphones? Sagen wir mal 4-6 Stunden am Tag. Ich glaube, es ist länger. Also wie viele Stunden tue ich da mich mit Facebook auseinandersetzen? Das ist praktisch die Screentime, wo Facebook mich kontrolliert, mich mit gezielten Informationen oder Desinformationen versorgen kann. Also einerseits geht es der Kampf darum, wie viel Screentime
eine Plattform hat. Deswegen glaube ich auch, dass Netflix, haben Sie sich schon mal überlegt, warum Apple und Amazon so gegen Netflix aufrüsten, Milliarden in den Content investieren? Das Businessmodell ist relativ begrenzt. Wir reden hier über, wir schauen uns Serien an oder Spielfilme, sagen wir mal, bestenfalls 1-2 Stunden am Tag. Warum investieren die da so viel Geld? Naja, um auch die Screen Time, also die Zeit, wo sie uns als Konsumenten am Wickel haben, zu verlängern. Die andere Art der Plattform sind natürlich die Plattformen, die eine spezielle Aufgabenstellung bewältigen. Nehmen wir mal ein Beispiel. Wer ist der größte Übernachtungsverkäufer weltweit? Genau. Wie viele Hotels haben Sie? Wie? Genau, keins, nada. Völlig disruptives Geschäftsmodell, auch in kürzester Zeit. Und wenn Sie jetzt ein klassisches Hotelunternehmen anschauen, gibt es plötzlich Airbnb. Dann sage ich, okay. Früher wurde ich über Mundpropaganda weiterempfohlen. Wie läuft es heute? TripAdvisor. Und ich kann nur beten, dass meine Gäste mich gut bewerten auf TripAdvisor. Ich kann nur beten und vielleicht einen guten Service bieten, ein gutes Produkt, aber letztendlich bin ich, und das ist auch wieder die Macht der Konsumenten, bin ich in der Abhängigkeit meiner Konsumenten. Und noch, um das Thema noch ein bisschen zu garnieren, gibt es noch Booking.com als Beispiel. Buchungsplattform, die auch noch die Geschäftstransaktionen übernehmen, die ich dann auch nicht mehr kontrolliere. Jemand eine Ahnung, wie viel Umsatz Booking.com macht im Jahr? 2017? Das ist jetzt meine Frage, ich habe auch gegoogelt. 12,7 Milliarden. Was denken Sie, also 12,7 Milliarden Umsatz. Achtung, die leben davon, dass sie eine Provision kassieren, weil ja ein Großteil geht es ja immer noch an das Hotel. Soweit klar? Was denken Sie, wie viel Geld Booking.com, Google gibt, dass sie top gerankt werden im Jahr. Also bei 12,7 Milliarden Gesamtumsatz, Achtung, davon bekommen sie nur eine Provision als Deckungsbeitrag, also der Deckungsbeitrag ist viel geringer. Was meinen Sie, wie viel bekommt Google davon? Irgendeine Idee? Wie? Milliarden? Zwei Milliarden. Quelle FAZ online können Sie nachlesen. Ja, der Artikel ist noch online. 2 Milliarden. Wenn Sie, sagen wir mal, ein Drittel an Provisionen ans Hotel einkassieren, dann sehen Sie mal, was so die digitale Wegelagergebühr von Google bedeutet. 2 Milliarden steckt Google ein. Krieg der Plattform. Tobt. Die Keynote heißt, hey, warum noch Marketing? Wird eh alles digital. Haben Sie gedacht, dass es hier um Print geht? Hey, schauen wir uns mal die 7 Ps an. Die 7 Ps, die das Marketing ausmachen. Das Produkt, würde ich mal heute sagen, wenn ein Unternehmen begreift, dass es in der digitalen Transformation ist, ist das ein digitales Transformationsprojekt und nicht mehr ein Marketingprojekt. Ich muss meine Geschäftsmodelle, ich muss meine Produkte überprüfen. Hier sitzt Herr Brüggemann von Accenture Digital, neuer Partner von uns, hallo. Und das ist, als ich diese Keynote vorbereitet habe, habe ich mir auch gedacht, als wir uns da getroffen haben und die Partnerschaft besprochen haben, hat mir Accenture die Accenture-Geschichte erzählt. Herr Brüggemann, bitte verzeihen Sie, wenn ich das jetzt simplifiziere. Accenture als
der weltgrößte Systemintegrator? 50.000 Leute? Ja. Im Digitalbereich. 50.000. Und wie, und sonst? 460.000. 460.000 Leute, die IT-Projekte machen. Weltweit. Was auch immer. Größter IT-Dienstleister. Und wie hat Accenture auf die digitale Transformation reagiert? Wir haben, wie, und im Übrigen wie fast jedes Unternehmen, eigentlich folgenden Schritt getan. Wir haben gesagt, wir müssen uns neu und selbst erfinden. Und das schaffen wir nicht in unserem bisherigen eigenen Ökosystem. Das kann nicht funktionieren, mein Gott, was für ein Hänger, weil wir uns selbst kannibalisieren werden, teilweise. Also müssen wir etwas nebendran stellen. Accenture Digital. Mit 50.000 Leuten. Okay. Um die digitale Transformation zu machen. Und es ist so gesehen ein digitales Transformationsprojekt im doppelten Sinne. Accenture hat sich digital transformiert und hilft jetzt seinen Kunden, sich digital zu transformieren. Das wäre sicherlich in der alten Accenture-Organisation, hätte es nie hingehauen. Wenn Sie denken, dass das ein Einzelfall ist, ist es nicht. Zur Vorbereitung des, der zweiten Auflage des Digitalisierungstransformationspapiers von der FMP, wird noch ein bisschen dauern, habe ich mich in mehreren Sessions mit jemandem, Philipp Freitag, leider, der hält eine Rede im nächsten Print-Day, der promoviert gerade über digitale Transformation aus einer rein wissenschaftlichen Perspektive. Er hat 150 oder 200 während seiner Promotion 200 CEOs interviewt und wissenschaftlich analysiert, wie diese Unternehmen mit digitaler Transformation umgehen. Hat da dann wissenschaftliche Modelle gegenübergestellt und das wird dann meinen nächsten Print im Detail erklären, aber summa summarum ist es so, dass alle Unternehmen mehr oder weniger das tun, was auch Accenture getan hat. Sie lösen etwas raus, da gibt es verschiedene Verfahren. Also es ist die Frage, wie groß der Schritt ist, rausgelöst zu sein. Aber man löst irgendwas raus, um sich dann später zu überlegen, ob man es gesondert betreibt oder wieder integriert. Aber das ist ein Muster, das der digitalen Transformation geschuldet ist. So, jetzt sage ich, naja, wenn wir uns mal zurücklehnen, aus Sicht des Marketings, ist das Thema Produkt eher in der digitalen Transformationsstrategie verortet. Kein Thema mehr für Marketing. Pricing, naja. Ich kann mich vielleicht noch entscheiden, ob ich ein Premium-Produkt mache oder ein Discount-Produkt. Aber über das konkrete Pricing, hey, da entscheiden die Algorithmen darüber. Da entscheidet der Kontext des Users darüber, mit welchem Preis mein Produkt angeboten wird. Also ein Großteil, abgesehen des strategischen Pricings, ist eigentlich durch die Maschine abgedeckt. Naja, bei der Promotion ist es so, Hand aufs Herz, die Kluft zwischen Offline und Online wird nicht geringer. Trotz aller Bemühungen rum um Multi-Channel, Omni-Channel, wird die Kluft eigentlich größer. Man macht auf der einen Seite digital und man macht halt das Offline, was man halt noch machen muss. Die Kluft geht auseinander. Hey, die digitale Kommunikation, das Ganze auch zusammen mit den Prozessen, das macht die E-Commerce-Abteilung, das macht die schon ziemlich gut seit 10 oder 15 Jahren. Dass ich nicht verloren gehe in der digitalen Bedeutungslosigkeit. Was machen unsere SEO-Experten? Dann geben halt Google ein bisschen Geld und drücken halt den Wegelagerzoll ab. Bleibt im Bereich Promotion, der Kommunikationspolitik, sei noch ein bisschen Corporate Publishing, ein bisschen Markenführung. Naja. People, Prozesse,
Thema E-Commerce, Thema digitale Transformation. Beweis, ob meine Marketingstrategie funktioniert, hey, das übernehmen meine Algorithmen und wir sind heute so weit, dass wir schon Kundenverhalten vorhersehen können. Also dieser ganze Bereich ist auch maschinell, algorithmisch geprägt. Was bleibt übrig? Nicht mehr viel. Warum noch Marketing in digitalen Zeiten? Ich finde, es ist eine sehr berechtigte Frage. Ich weiß nicht, ob Sie sich damit mit der Fragestellung jemals auseinandergesetzt haben in dieser Perspektive. Ich muss als Unternehmen mich entscheiden, wie ich mit den Plattformen umgehe. Arrangiere ich mich mit den Plattformen? Verwende ich sie intelligent? Oder versuche in meiner Nische eine eigene Plattform aufzubauen? Das ist eine der zentralen Fragen. Wenn Sie an das MySpace-Beispiel zurückdenken und Web 3.0, vielleicht können Sie sich noch an die Folie erinnern, wo ich geschrieben habe, ich habe da hingeschrieben, Appisierung. Damit meine ich, dass heute der User gewohnt ist, alles mit einem Wisch und mit einem Klick, mit einer Hand zu erledigen. Also eine Simplifizierung, eine totale Convenience hin zu meinem Kunden in allen Prozessen ist essentiell in der digitalen Welt. Denken Sie an das MySpace-Beispiel. Da nützt Ihnen Ihre Marktposition, die Sie gerade innehaben, überhaupt gar nichts, wenn Sie da zentrale Fehler machen. Sie müssen, das müssen wir den Kunden an allen Orten, bei allen Touchpoints, zu jeder Information, die richtige Information, eine perfekte Experience geben. Da haben wir auch einen Vortrag von Ingo Eichel über Business Experience, wie das Adobe betrachtet. Also die Customer Experience ist eigentlich ein zentraler Aspekt in der digitalen Welt. Und das muss ich über allen Kanälen spielen, auch über alle Plattformen. Das ist eine Riesenherausforderung. Pierre Saint-Michel, unser französischer CEO, wo ist er? Pierre, vielleicht outside. Ah, hier hinten. Pierre hat mir gestern Abend beim Bier gesagt, Horst, es ist ganz einfach, was Marketing gemacht hat. Also ich habe ihn gefragt, was denkst du, was Marketing macht? Pierre hatte raketenschnell eine Antwort. Pierre hat gesagt, ganz einfach, Marketing tut etwas Kompliziertes zu einer einfachen Geschichte für den Kunden transformieren. Das macht Marketing. Etwas Kompliziertes zu was Einfachem machen. Das ist natürlich in der digitalen Welt eigentlich eine Kernkompetenz des Marketings. Aus was Schwierigem was Einfaches zu machen. In dem Buch von Herrn Misoff geht es auch darum, wie die Markenführung in der digitalen Welt funktioniert. Wir müssen uns vor der digitalen Bedeutungslosigkeit schützen. Sonst entscheidet am Ende wirklich nur Facebook, Google und wer auch immer, ob wir noch existent sind oder nicht existent sind. In Web 3.0, wo analog und digitales eins ist. Die entscheiden, ob wir da sind oder nicht. Also wir müssen uns überlegen, wir brauchen smarte Konzepte, wie wir nicht in die digitale Bedeutungslosigkeit abrutschen. Da ist, glaube ich, auch Markenführung und auch Content. Und wenn es so banal klingt, wenn man sich zurückbesinnt auf Dr. Oetker, dass der sein Kochrezept auf seine Backtüte da drauf gedruckt hat und Content vermittelt hat. Das ist eigentlich genau das, was wir heute auch brauchen. Um uns vor der digitalen Bedeutungslosigkeit zu retten, brauchen wir Top-Content, wir brauchen eine Top-Customer-Experience und wir brauchen eine exzellente Markenführung.
Was natürlich über alle Kanäle und über alle Touchpoints hinweg eine große, große Herausforderung ist. Und deswegen bin ich der Meinung, dass Marketing heute vor einer zentralen Weichenstellung steht. Sie können das machen wie bisher. Sie bespielen online, freuen sich, dass es jetzt digitales Marketing gibt, dass es jetzt Automatisierung gibt, dass man E-Mails verschicken kann und so. Aber dann geraten sie in die Bedeutungslosigkeit, machen noch ein bisschen Offline, ein bisschen Markenführung. Oder Marketing begreift sich als Avantgarde der digitalen Transformation. Weil die Marketingfähigkeiten oder die Fähigkeiten einer Marketingabteilung, wie zu denken, eigentlich sehr, sehr viele Beiträge für die digitale Transformation eines Unternehmens beitragen kann. Das aber setzt eine völlig andere Denke im Marketing voraus. Man muss sich mit Automatisierung auseinandersetzen, man muss sich mit Daten auseinandersetzen, man muss sich mit Technologien auseinandersetzen, man muss sich mit Prozessen auseinandersetzen. Weniger mit Kreativität. Also das Marketing, ähnlich wie bei Accenture, muss sich erst mal selbst digitalisieren, um dann seinem Kunden, nämlich dem eigenen Unternehmen, Hilfestellung in der digitalen Transformation zu geben. Wir haben, das erfordert natürlich ein massives Umdenken in den Köpfen. Deswegen bin ich sehr froh, dass auch Häme Ulrich einen Vortrag hält über Veränderung des Denkens. Helme, wenn ich das so sagen darf, du hast für dich als Person schon die digitale Transformation abgeschlossen. Das finde ich eine sehr, sehr spannende Story. Das Zweite ist, ich freue mich sehr, dass Herr Wozniak von WAGO, Herr Wozniak schon da? Noch nicht. Herr Wozniak von WAGO, auch nominiert für Innovation des Jahres, etwas über Facettenkataloge spricht. Wer weiß, was ein Facettenkatalog ist? Genau, die war wieder klar. Wenn Sie den technischen Katalog anschauen, hat er Kapitel, Unterkapitel, Überschriften. Produkte werden zu Produktfamilien, Produktgruppen zusammengefasst und das, was man halt auf ein Stück Papier bringt, wird zusammengefasst und gekürzt, dass es passt. Sie stimmen mir zu? Gut. Wenn Sie auf die Website gehen, desselben Kundens, wie funktioniert der moderne Webshop? Na, ich wähle mal, ich sag mal, eine grobe Produktkategorie an. Dann habe ich eine Trefferliste vielleicht von 5000 Artikeln. Kann ich natürlich nicht umgehen. Intelligentes Webshop-System sagt, na Huber, willst du mal nicht nach diesen Facetten, nach diesen Filtern mal suchen? Huber klickt drauf, Huber bekommt dann nur noch eine 1000er-Trefferliste. Und so wird Huber durch ein gutes Webshop-System navigiert, bis ich eine Treffermenge habe, vielleicht von 10 bis 20, wo ich dann mir auch die Artikel gegenüberstellen kann, um dann den Vergleich zu machen. Sie stimmen mir zu und können mir folgen? So, hat aber eigentlich nichts mit der Denke eines Kataloges zu tun. Wie begreifen wir heute Multi-Channel? Na, wir sagen, wir haben ein PIM-System und wir definieren die berühmt-berüchtigte Print-Pflegestruktur. Wir, ein paar lachen, wir also bilden eine Hierarchie ab und entscheiden, wie wir dann diese Produktdaten sortieren. Soweit, so gut. Das ist auch so mal fair und eine Aufgabe eines PIM-Systems. Dann aber fangen wir an, printspezifischen Content zu schreiben. Wir wollen jetzt Artikel zusammenfassen und dann stimmt der Text nicht. Oder wir müssen ja dann nochmal Überschriften formulieren, dass das nochmal die Information für die Produkte, die dann auf der Artikel, auf der Seite oder Doppelseite sind, nochmal inhaltlich zusammenfassen. Sie nicken? So, hat natürlich mit Customer Experience über alle Kanäle hinweg nichts zu tun.
weil diesen Text finden Sie nie und nimmer im Webshop. Sie nicken? So, und jetzt ist das WAGO-Projekt, geht radikal einen anderen Weg. Es sagt, wir interpretieren den Printkatalog in seiner Navigation und in seiner Zusammenstellung von Produktdaten mit quasi als typisch benutzte Facetten aus dem Webshop. Und das konfiguriert. Also in der Print-Suite wird konfiguriert, nach welchen Facetten sich ein technischer Katalog zusammensetzt. Und wenn dann eine andere Perspektive kommt, konfiguriert man die Facetten um und man muss keinen Content ändern. Man hat einen komplett anderen Katalog. Und das ist eingebettet in ein Print-on-Demand-Projekt langfristig, um aus der digitalen Experience Print-Kataloge zu machen. Also ein völlig technologisch umgesetzt mit der 4.1er, mit dem 4.1er-System, PrintSuite 4.1, aber ein völlig anderes konzeptioneller Ansatz, wie man die Customer Experience, wie man die Daten völlig anders interpretieren kann. Vortrag von Herrn Wozniak. Eine Überwindung eigentlich zwischen Offline und Online. Viele Aufgaben, die ein Marketing, das sich anders aufstellt, bewältigen kann und bewältigen muss. Interessanterweise, dieses Projekt, dieses Print-on-Demand-Projekt ist im Marketing, im strategischen Marketing aufgegangen und läuft unter dem Gesamtprojekt Verbesserung der Customer Experience. Das ist ein Customer Experience-Projekt, kein Print-Automatisierungsprojekt. Okay? Wir haben über Kluften gesprochen. Ich habe gesagt, die Kluft zwischen Online und Offline ist eigentlich größer geworden. Und jetzt kommt man natürlich auch zu unserem P, zu dem Print- und Publishing-P, Teil auch des Marketings. Und ja, es ist, weiterhin ist Print ein wesentlicher Bestandteil der Customer Journey. Es wirkt auch so, ich sage mal wirkt, dass Leute wieder mehr Print machen. Natürlich nicht so hochauflagig, sondern in kleineren Auflagen. Aber Print kann auch ein Teil der Strategie sein, um die digitale Bedeutungslosigkeit zu vermeiden. Da bin ich auch sehr froh, dass von der AZ, von Bertelsmann, Marco Kersch dabei ist. Auch nicht da. Ich hoffe, dass sie alle noch kommen. Sonst muss ich weiterreden. Die machen quantitative Analysen der Customer Journey. Die messen also, welchen Erfolg Print hat und wie das dann quantitativ in der Customer Journey weitergeht. Sehr interessante Ergebnisse. Marco Kersch. Und wer würde zu diesem Statement beistimmen? Produktdatenqualität ist von essentieller Bedeutung in der digitalen Transformation. Das ist eine rhetorische Frage, jetzt müssen eigentlich alle, wer nicht hebt, muss erklären, warum nicht. Nochmal. Also Produktdatenqualität, extrem wichtig. Wir haben auch einen Vortrag heute von Informatiker, wo Informatiker mal so KI-Ansätze rund um Datenqualität präsentiert. Bin ich auch sehr gespannt. Aber zurück zur Datenqualität. Wir müssen alles dafür tun, dass wir einen guten oder einen sehr guten Produktdatensatz haben. Wesentliches Element der Content-Strategie, wesentliches Element der Customer Experience. Das bedeutet, alle Frauen und Männer an Deck und an die Brassen. Alle müssen darauf einzahlen und hoffentlich nur einmal, wenn die Prozesse stimmen und nicht mehrfach. Aber alle im Unternehmen, die damit direkt und indirekt involviert sind, müssen darauf einzahlen. Eine total ätzende Geschichte und macht auch nicht viel Spaß. Das ist ein typisches strukturelles Problem der PIM-Projekte. PIM-Projekte machen so viel Spaß wie Kinderzimmer aufräumen, nämlich gar nichts. Aber es muss getan werden. Und wir wissen alle, wenn es viele Hände machen, geht es halt schneller. Wenn aber alle Leute an dem Datensatz arbeiten und nicht mehr im Kanal,
ist niemand mehr da, der die Pumpen im Schiff bedient. Also müssen die Pumpen, die das Wasser auspumpen, rauspumpen, automatisiert werden. Und somit kommen wir aus unserer Sicht zu einem ganz, ganz wesentlichen Punkt, der, jetzt habe ich wahrscheinlich einmal zu viel geklickt. So, kommen wir zu einem ganz wesentlichen Punkt, wozu die PrinceSuite neben dem normalen Thema zur Automatisierung ist, schneller zu machen, zielgruppenorientierter, einfacher. All diese Themen mit der PrinceSuite steht aber noch parallel noch mal ein ganz wichtigeres Thema im Vordergrund. Nämlich durch die Automatisierung der PrinceSuite, durch die Integration über alle Prozesse bis hinten zum Drucker, über den Mediengestalter, das alles brauchen Sie, um die Leute nach oben schicken zu können, um am Datensatz zu arbeiten. Also so gesehen ist Automatisierung eigentlich, oder gute Daten und Automatisierung sind das dieselbe Münze. Automatisierung hilft, um gute Daten zu bekommen. Ich brauche gute Daten, um Automatisierung zu machen. Die PrinceSuite ist ein Enabler für die digitale Transformation im Marketing. So. Wie lange habe ich jetzt gesprochen? Lange. Ich habe noch 3 Minuten. 3 Minuten, glaube ich, gell? 3 Minuten, Kai. So, ich war vor 2 Wochen bei Print Americas, bei unserem Tochterunternehmen, zusammen mit unserem CEO, Jonathan. Haben wir hoffentlich eine erfolgreiche Präsentation gemacht und da habe ich dann auch am Ende, 2 Stunden glaube ich hat es gedauert, am Ende war das auch meine Summary. Dann, Johnson hat meiner Demo, meinem Vortrag 1,5 oder 2 Stunden ruhig und besonnen zugehört und dann meinte er nur, jupp, er würde jetzt noch mal gerne für alle Anwesenden das, was unser Produktmanager, das Brain, unser Gruppen-CEO ausgeführt hat, noch mal zusammenfassen. Und dann sagt er furztrocken einfach, no more copy-paste. Und darum geht es eigentlich in einem Satz. Das wird auch der Hashtag des nächsten Jahres. Wir werden eine Kampagne machen, auch alle Partner, alle, die interessiert sind, nehmen Sie den Hashtag No More Copy Paste, wenn Sie über Automatisierung, Prozesse sprechen wollen. Und auch mit diesem Motto würde ich jetzt einfach Kai Puffer auf die Bühne bitten, um uns einfach mal die Neuerung von PrinceSuite 4.1 und 4.1.5 vorzustellen und Ihnen nochmal danke für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön.